Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über den Gefechtshelm Schwer Zwischenlösung. Da wir gefragt wurden, ob wir ein Video darüber machen können, kommt es hier. Aber klären wir erstmal, warum die Bundeswehr Bedarf an diesem neuen Gefechtshelm hatte. Ursprünglich gab es Verfügbarkeitsengpässe beim Gefechtshelm springende Truppenteile. Und dieser Engpass gefährdete die Fähigkeit der Bundeswehr zum Fallschirmsprungeinsatz. Dieser Engpass entstand daraus, dass der Hersteller die Produktion des Helmverschlusssystems ohne Vorankündigung eingestellt hatte. Diese Teile wurden jedoch im Rahmen der periodischen Instandsetzungsmaßnahmen benötigt. Noch Mitte des Jahres 2021 hieß es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der FDP, dass an Alternativen gearbeitet werde, die im Erfolgsfall im vierten Quartal des Jahres 2021 verfügbar sein könnten. Die Bundesregierung schrieb dazu: Mittlerweile wurden Prototypen des Riemensystems mit einem Verschlusselement eines weiteren Herstellers angefertigt, das in seinen Eigenschaften dem originären Verschluss sehr nahe kommt. Doch dieser Lösungsweg konnte nicht wie geplant erfolgreich beendet werden. Es wurde zwar ein Instandsetzungsauftrag an den Helmhersteller vergeben, dieser Hersteller soll aber nicht selbst über die Fähigkeit verfügen, Ersatzverschlüsse herzustellen. Dem Heer gefiel das alles natürlich gar nicht, sodass man beschloss, die Gefechtshelme schwer Zwischenlösung zu beschaffen. Wie es der Name schon sagt, dienen diese als Zwischenlösung und werden früher oder später durch ein anderes Modell ersetzt. Es wurde damit also Handlungsspielraum für die weitere Beschaffung eines Gefechtshelmes für die Spezialkräfte geschaffen. Um neue wohlüberlegt beschaffen zu können, musste jedoch vorher Ersatz beschafft werden, damit die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte nicht nachgelassen hätte. Auch noch interessant zu erwähnen ist, dass die Beschaffung der neuen Helme ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb erfolgte. Dies wurde damit begründet, dass zusätzliche Lieferungen eines bereits eingeführten Beschaffungsgegenstandes beauftragt wurden und dieser bereits Gegenstand einer bestehenden Rahmenvereinbarung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer aus dem Jahr 2021 sowie einer Vereinbarung des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr mit demselben Auftragnehmer aus März 2022 sei. So viel mal zu dem Drumherum. Gucken wir uns den Helm jetzt mal an. Bei dem Gefechtshelm handelt es sich um den Helmtyp Battleskin Viper des US-Herstellers Galvion, mit dem Rheinmetall 2020 eine Vertriebspartnerschaft in Deutschland geschlossen hat. Mit dem Gefechtshelm Schwer Zwischenlösung beschafft die Bundeswehr einen Helm als Ersatz und zugleich Ergänzungsbeschaffung für das Vorgängermodell Gefechtshelm Schwer für die Spezialkräfte. Diese Helme sind insbesondere für die Kräfte der nationalen Krisenvorsorge vorgesehen. Die Helme erfüllten alle Anforderungen der Leistungsbeschreibung in vollem Umfang. Alle notwendigen Zertifikate wurden erbracht und die Qualität stimmte. Die Bundeswehr erhielt beispielsweise im Jahr 2021 insgesamt 5000 der Gefechtshelme Schwer Zwischenlösung. Da dieser für die Spezialkräfte gedachte Helm nicht nur den Kopf des Trägers vor Splittern schützen soll, wurde auch darauf geachtet, dass dieser auch über längere Zeiträume bequem zu tragen ist. Zudem bestand bei der Beschaffung die Forderung, an den Helmen Nachtsichtgeräte und andere Ausrüstungsgegenstände befestigen zu können. Dies geht an den zahlreichen Picatinny-Schienen des Helmes. Und dann ist natürlich noch die Frage nach den ganzen Zahlen zu dem Helm. Ich habe hierfür auf der Herstellerseite den Helm herausgesucht und die PDF zu den Einzelheiten des Helmes heruntergeladen. Diese findet ihr seit geraumer Zeit auf unserem Discord-Server. Der Link hierfür ist in der Videobeschreibung. Aber gehen wir die groben Details mal durch. Den Helm kriegt man auf der Internetseite in drei verschiedenen Ausführungen. Die Bundeswehr beschafft ihn in der Ausführung Mission Ready. Es gäbe noch Mission Ready Plus, das würde man auf den ersten Blick an den Klettstellen auf dem Helm bemerken. Natürlich gibt es den Helm auch in verschiedenen Größen. Um das Video aber nicht unnötig in die Länge zu ziehen, blende ich das einfach ein. Wer will, kann das Video anhalten und sich das angucken. Dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, dem Schutz. An den Helm kann man neben einem Nachtsichtgerät auch einen Gesichtsschutz, Cam- oder Biomasken und Kommunikationsgeräte anbringen. Für die genauen Werte
wie gut der Helm gegen Projektile schützt, würde ich euch auch einfach die Tabelle einblenden. Wen es interessiert, kann das Video kurz anhalten und sich das angucken. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende dieses Videos. Wenn ihr Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Kritik habt, lasst es mich in den Kommentaren oder auf unserem Discord-Server wissen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, wie auch den Link zum Datenblatt des Helmes. Ich bedanke mich für eure Zeit und verabschiede mich.